JuniorJob ist eine Plattform, eine App, auf der Schülerinnen und Schüler einen Job oder ein Praktikum oder ein Ehrenamt finden können. Und es ist die erste Jobplattform für Jugendliche. Und das Besondere daran ist, dass es zielgruppengerecht ist. Da muss man nicht seinen Lebenslauf hochladen, welcher Schüler hat schon einen langen Lebenslauf, sondern man kann da angeben, welche besonderen Eigenschaften man hat, ob man schon mal Klassensprecher war oder Schülersprecher war. Und man kann mit den Unternehmen chatten. Also es ist einfach wirklich auf die Zielgruppe gerichtet. Und das Beeindruckende an dieser Geschichte ist, dass die beiden diese Idee hatten oder das Problem hatten und sich dann überlegt haben, wie können wir dieses Problem denn lösen. Und es gab einen Wettbewerb an der Schule, das nennt sich Business at School, das ist eine freiwillige AG, an der die mitgemacht haben. Und ich versuche das kurz zu umschreiben, die Lehrer sind auch da, ich hoffe, ich umschreibe das jetzt richtig. Das sind drei Stufen und in der ersten Stufe wird ein DAX-Unternehmen analysiert, in der zweiten Stufe wird ein Flächenunternehmen analysiert und in der dritten Stufe müssen die sich dann einen Businessplan ausdenken. Und das haben die dann zum Anlass genommen, JuniorJob ein bisschen weiterzuentwickeln. Und die haben dann diesen Schulwettbewerb haben die dann gewonnen. Und das ist so ein aufbauendes Verfahren. Danach gibt es dann einen Landesentscheid, den haben die auch gewonnen. Und nach dem Landesentscheid gibt es einen Bundesentscheid und den haben die auch gewonnen. Und von dem Bundesentscheid ging es dann weiter zu anderen Gründerwettbewerben und die haben die alle gewonnen. Und dann gab es dann immer so ein bisschen Gewinnergeld, dann gab es so ein bisschen Startkapital. Und dann hatten die auf einmal die Möglichkeit, Programmierer zu beauftragen. Die haben sich ein Büro angemietet und die haben inzwischen auch Mitarbeiter. Also eine total coole Story. Immer wenn ich mit den beiden spreche, klappt mir der Mund auf. Und in unserem Vorgespräch, da fand ich eine Sache besonders beeindruckend. Und zwar haben die sich vor kurzem gefragt, hör mal, warum hat das eigentlich bei uns geklappt und bei anderen nicht? Wir waren doch bestimmt nicht die Ersten, die diese Idee hatten. Und diese Frage, die klären wir jetzt gleich mal mit den beiden und noch viele andere Fragen. Also begrüßt mit mir Selina und Bersa. Ich hoffe, ich habe das halbwegs gut beschrieben. Wenn nicht, könnt ihr auch gleich gerne mal was sagen. Aber stellt euch doch bitte jetzt erstmal vor und erklärt uns, was ihr bei JuniorJob macht. Ja, also im Endeffekt hast du JuniorJob selbst schon sogar beschrieben, weil ich bin Bersa, das ist Selina. Und wir haben letztes Jahr während des Abiturs eben gegründet. Und genau, also wie gesagt, JuniorJob selbst ist eben genau das, was du erklärt hattest. Und ich selbst übernehme zum Beispiel eher den Vertriebsbereich und den Marketingbereich bei JuniorJob und Selina mehr das Business Development und Finanzen. Also wir hatten die Idee, wir hatten ja selbst das Problem, darauf entstand die Idee, weil wir nicht die Einzigen waren, sondern auch Freunde und eben auch Jugendliche in ganz Deutschland, die das Problem halt eben erkannt haben. Wir hatten halt, wie gesagt, dann erkannt, okay, es gibt ein Problem, wir möchten halt eben die Lösung dazu entwickeln, haben das entwickelt und da haben wir halt einfach voll Kanne Gas gegeben. Da haben wir auch am Anfang noch ganz, ganz lange gar keine Umsätze gemacht, weil das einfach ein Startup so die Strategie ist. Man macht keine Umsätze, man sammelt Kundendaten, man sammelt Downloads und damit argumentiert man dann die Unternehmensbewertung. Und das ist dann halt auch so eine Sache, die man den Eltern erklären muss. Wenn da einkommt, bei einer Firma ist 3 Millionen Euro wert und dann die Eltern, klar. Und dann muss man erstmal mit den Verträgen von Investoren irgendwann kommen und sagen, guck, hier steht das, weil wenn man da jetzt nicht drin ist, dann sieht man diese 10.000 Downloads einfach nicht als wertvoll an. Das sind einfach Downloads und dann denken sich Leute, die da nicht herkommen, ja schön, super. Wie wertvoll diese Daten aber sind, das ist dann nochmal eine andere Sache und ich glaube, das muss man erstmal so verstehen. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Wie habt ihr euch denn informiert über das Thema selbstständig machen, was da alles zu beachten ist? Also wir kommen tatsächlich nicht aus der typischen Unternehmerfamilie, das heißt, wir hatten jetzt nicht irgendwie Mama und Papa, die uns an die Hand genommen hatten, sondern haben halt einfach selbst eben versucht, irgendwie Leute anzusprechen, die wir vielleicht schon kannten, die vielleicht irgendwelche Erfahrungen darin haben. Letztendlich hat uns einfach Google geholfen und eben unser Netzwerk, dass wir reingerutscht sind durch Wettbewerbe oder halt eben das Netzwerk der einzelnen Mentoren, mit denen wir gerade in Kontakt stehen und das halt eben in verschiedenen Bereichen.
Finanzen oder halt eben, wie man mit Investoren spricht und so weiter. Das war so ein richtiges Netzwerk. Also wir haben angefangen, wir sind Frechen, Paulau und Herr Ruhe waren am Anfang die größten Mentoren so in der Schule. Und dann ging es immer weiter, dann haben wir die Mentoren für den Business at School bekommen und dann haben wir dadurch andere Leute kennengelernt. Dann waren wir bei Teams, das war der zweite Wettbewerb, bei dem wir mitgemacht haben, und da haben wir einen Mentor zugeteilt bekommen. Das sind dann alles solche Leute gewesen, die nicht unbedingt Startup gegründet haben. Und dann ist es immer weitergegangen. Dann hatten wir irgendwann mal, als wir Startup Teams gewonnen haben, hatte ich dann den Oliver Westel kennengelernt. Das ist der Gründer von MyToys, also dann schon sehr, sehr bekannt. Und der fand uns damals irgendwie cool. Ich weiß auch nicht, wie wir das damals hinbekommen haben, aber das war so der Zugang. Also wir haben uns 1000 Leute in Berlin vorgestellt und so kommt man dann da rein. Und dann gibt es weitere Wettbewerbe. Dann habe ich mal von WorldWise, das ist so das größte Startup für das Ganze, das letzten 12 Millionen geraced, also eingesammelt. Die Bewertung ist dann bei 100 Millionen oder so von der Firma. Und dann schreibe ich die auf LinkedIn zum Beispiel an und dann antworten die erstmal, ja, keine Zeit, schreibe ein paar Wochen nochmal, dann schreibe ich ein paar Wochen nochmal und dann irgendwann habe ich dann noch eine Stunde Zeit und dann bekommen die mit, was sie so machen, finden das cool und dann nehmen die es auch öfter mehr Zeit. Und da muss man einfach dranbleiben und so entwickelt sich das Netzwerk einfach immer weiter. Wie habt ihr euch denn gefühlt in dem Moment, wo ihr dann beim Gewerbeamt saßt? Hattet ihr Bock oder habt ihr gedacht, boah, wo endet das mal? Ja, richtig krimm auf den Fingern, weil das ist natürlich so, man ist jetzt als 18-Jährige, ne, beim Notar, aber denkt so, manche waren, wir waren eine der Jüngsten, die da waren, leider nicht die Jüngsten, ich war auch warum. Man denkt sich halt, okay, ich habe nicht mehr meinen eigenen Mietvertrag unterschrieben, weil ich nicht mehr ausgezogen bin zu Hause und stellt dann direkt hier den Vertrag für mein eigenes Unternehmen. Das ist schon ein riesen, ja, ein heftiges Gefühl. Und dann das Büro auch noch und so weiter. Also, es ist auf jeden Fall, ja, man freut sich auf jeden Fall auf die nächste Zeit. Man hat jetzt nicht irgendwie Angst oder zweifelt plötzlich, aber man hat halt einfach so, es ist halt einfach gewesen. Lasst uns mal in den nächsten Blog reinschauen. Selbstständig sein. Wie sieht bei euch so ein typischer Arbeitsalltag aus? Also Ben hat uns vorhin eigentlich echt gut geschrieben, es gibt keinen typischen Arbeitsalltag. Also vielleicht das Einzige, was typisch ist, ich mache das Büro auf, sie macht es zu, aber mehr gibt es da eigentlich nicht, weil es ist halt wirklich jeden Tag was Neues, es gibt super viel zu tun und dann gibt es mal den Wettbewerb, auf den wir uns vorbereiten oder das Event, das ansteht. Und plötzlich merken wir morgens die Abgabe, dass ich so ein Video in Berlin drehe, dass wir da eigentlich mal Leute treffen wollten. Es ist wirklich alles möglich, halt Kunde bin. Ja. Was waren während eurer Reise so die Hochpunkte? Jeder gewinnt. Ja, nach jedem Wettbewerb dachte man so, oh, das ist jetzt. Außer es war nicht so, sondern immer so, so und so. Wie viele Wettbewerbe habt ihr gemacht? Ich glaube, der nächste, im Juni war es ja 9. Ja, im 8. Leute. Wahnsinn, das sind dann alles so Gründerwettbewerbe oder Schülerwettbewerbe oder? Ja, Schüler nicht mehr. Also anfangs waren es Schülerwettbewerbe, zum Beispiel Startup Teams oder Teach, und dann sind wir aber auch beim Existenzgründerpreis zum Beispiel gewesen. Ganz stolz sind wir auf den Q-Zone. Wo ihr beim Gründerwettbewerb vom Rhein-Erft-Kreis mitgemacht habt und als ihr den gewonnen habt, da dachte ich mir, yeah, cool, cooles Unternehmen, ausbrechen hier im Rhein-Erft-Kreis. Ich war da so ein bisschen stolz. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr dann so eine tolle Reise macht und dann auch die deutschen Gründerwettbewerbe alle gewinnt. Ihr habt im Vorgespräch gesagt, studieren und so ein Startup gleichzeitig aufzubauen ist schwierig. Würdet ihr sagen, das ist so echt ein Nachteil, der vielleicht dann auch manche davon abhält, weiterzumachen? Also es ist ja nicht so, dass viele es schon gemacht haben. Also viele haben es ja gemacht. Es gibt ja auch Gründer, die sind auch recht bekannt geworden, die haben es auch trotz Studium geschafft. Also ich würde jetzt nicht aber sagen. Aber am Ende immer. Also genau. Wir haben dann gegründet, als wir im 6. Semester waren von, also mit Master, dann hatten wir 9. Semester oder so, dann lohnt sich das auch noch. Aber ich habe ein bisschen an der Uni Köln BWL angefangen, also einen Google, um zu gucken, wie das so funktioniert, damit ich irgendwann meinen Kindern erzählen kann, wie man so studiert und so. Und dann habe ich aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass es absolut unmöglich ist, parallel zu machen. Wenn man halt schnell wachsen will. Also es könnte theoretisch gehen und wie gesagt, also auch die Gründer von Simple Club zum Beispiel haben es halt parallel gemacht und durchgezogen, aber wir sind dadurch, und das hat man halt auch echt gemerkt, dadurch, dass wir halt nicht so getan parallel, wir sind da unfassbar schnell halt eben gewachsen und wachsen immer noch super schnell. Also das ist halt einfach eine Frage von, was will man mehr, und da braucht es halt eben Schnelligkeit und Skalieren halt eben wichtiger. Wie vereinbar ist denn Familie und Beruf bei euch? Habt ihr noch Zeit für Hobbys, Freizeit? Schon. Also
das Ding ist, Bersa und ich sind eigentlich gar nicht so schlimm. Also wenn ich 70 Stunden höre, dann das finde ich ja schon krass. Also bei mir ist es so, ich bin jetzt ja auch heute aus Berlin gekommen. Dann sitze ich im Zug, jetzt jemand, der normal arbeitet, der kann dann natürlich nicht einfach mal sagen, so jetzt sitze ich 4 Stunden im Zug oder 5 Stunden, glaube ich sogar. Ich arbeite zwar ein bisschen, weil das dann quasi nicht gezählt wird. Bei mir ist es halt schon so, wenn ich im Zug sitze, dann mache ich halt 5 Stunden was am Design und dann hat es halt auch gezählt. Ja, wo sind wir denn gar nicht so lange? Also Bersa schließt es um 9 meistens auf, weil die Mitarbeiter dann kommen und dann komme ich so um 11 irgendwann, 12 manchmal und mach's dann so um 8 oder so zu und so funktioniert das dann ganz gut und währenddessen im Büro, oder auch wenn ich keine Lust habe, dann schaue ich mir das YouTube-Video an und dann mache ich danach weiter, deswegen, also es ist eigentlich schon sehr entspannt, da, also ich fühle mich da jetzt nicht mehr drin. Also was sind denn die Vorteile davon, jetzt selbstständig zu sein? Ich würde einfach sagen, auch genau das. Also man kann halt echt selbst entscheiden, wann man was macht und wie man was macht. Und das ist halt eben so ein Riesenvorteil, den ich halt sehe, weil einfach, also wir haben selbst unser Business in der Hand und das ist halt eben so das Coole, halt auch wenn wir jung sind, dass wir halt einfach selbst entscheiden können, wo sollen wir, also wo wollen wir hin und wie gehen wir die Dinge an. Und ich finde halt einfach, dass man da die eigene Verantwortung trägt, auch ziemlich cool. Und ja, das ist halt ein Riesenvorteil. Sina würde sagen, ausschlafen. Aber also Ausschlafen ist auch ein Riesenvorteil. Ich mal Daumen sagen, wie viele Stunden arbeitet ihr pro Woche im Moment? Es kommt immer auf die Woche an. Also wenn gerade eine Abgabe ist, dann arbeiten wir von morgens um 9 Uhr chillen schon mal locker bis nachts um 3 oder so. Und wenn dann keine Abgabe ist, dann arbeite ich über den Tag nicht. Aber mir ist es sehr, sehr wichtig. Also ich halte mich überhaupt gar nicht an geregelte Arbeitszeiten. Ich gucke auch nie so auf die Uhr, wann ich gekommen bin und wann ich wieder gehe. Bei mir ist es so, ich habe immer so eine Kreativstunde, wenn ich eine Kreativstunde habe, dann mache ich dann mal 30 Stunden am Stück was und wenn ich dann 2 Tage gar keine Lust habe, dann mache ich auch überhaupt gar nichts. Das sehe ich nicht so oft, aber wenn es dann mal passiert, dann das bringt mir auch was, weil ich dann wieder neue Ideen entwickle, wenn ich dann ganz viele Videos auf YouTube schaue, Portale und sowas, dann habe ich dann wieder irgendwie, ach, das kann man auch integrieren bei uns und sowas. Und da ist mir das schon ziemlich wichtig, besser, ein bisschen normaler. Ein bisschen routinierter, aber ja, Freizeit ist auf jeden Fall auch. Für die Mitarbeiter ist es gut, weil die können dann wenigstens jemanden ansprechen im Büro. Ganz kurz, was heißt Abgabe? Also das sind ja nicht eure Lehrer, die sagen, noch hier irgendwie die Klassenarbeit abgeben, sondern? Die Deadlines für die Überprüfung vor allem. Also wir haben jetzt zum Beispiel beim Flüster mit auch nochmal eine Deadline. Da haben wir zum Beispiel bis 4 oder 5 Uhr nachts nochmal. Ich konnte zum Beispiel bearbeiten, bevor wir die abgeben mussten, aber... Hat ja auch so gebracht, ne? Was wolltet ihr als Kind mal werden? Chefärztin. Ich wollte nur Chef werden und meine Eltern haben gesagt, ich kann nicht, weil ich darf erst, also ich kann schon, aber sie meinten, ich muss erstmal so irgendwas studieren, dann meinten sie mir Journalismus oder so und dann kannst du irgendwann, oder Jura, dann kannst du irgendwann nicht hocharbeiten, dann bist du Chef. Was würdet ihr sagen, sind so Eigenschaften, die jemand haben sollte oder was gut wäre, wenn er diese Eigenschaften hat, wenn er sich selbstständig machen möchte? Um man nicht zu wiederholen, Kreativität als etwas. Ja, und Durchhaltevermögen aber auch, finde ich. Also, dass man sich dann irgendwie nicht so schnell von anderen irgendwie abbringen lässt, also viel einreden lässt vor allem, dass man irgendwas vielleicht nicht so schnell schaffen könnte oder überhaupt schaffen könnte und so weiter. Also, dass man halt einfach so sein Ding durchzieht. Vielen Dank für den spannenden Einblick, Selina und Bersa von Junior Job. Ja.